Einschlafen in Tolkiens Welt. Heute die Schlacht von Wasserau. Die Schlacht von Wasserau im Original Battle of Bywater fand am Morgen des 3. November im Jahr 3019 des dritten Zeitalters statt. Vorgeschichte. Als die vier Hobbits Frodo Beutlin, Samwise Gamgee, Meriadoc Brandybock und Peregrin Tuck von ihrer Reise aus dem Süden in ihre Heimat, das Auenland, zurückkehrten, fanden sie das Land einst leiblichen Ländchens versehrt und von Strolchen, Gesetzlosen und Strauchdieben von einem gewissen Scharrer kontrolliert vor. Später stellt sich heraus, dass es sich dabei um Saruman und Grima Schlangenzunge handelt. Diese waren ab Ende des Jahres 3018 des dritten Zeitalters über die Grenzen des Auenlandes eingedrungen und hatten begonnen, alles zu zerstören, was den Hobbits lieb war. Sie zerstörten die Natur, brannten Häuser und Smells nieder und schlossen Gasthäuser. Hobbits, die sich gegen die Sträucher auflehnten, wurden in das Loch, eine Art Karzer, in den alten Vorratsstollen Michelbinges gesperrt. Eine Menge größtenteils sinnlose Regeln waren aufgestellt worden, und kaum hatten die Gefährten unter Frodo die Brandyweinbrücke überschritten, so brachen sie auch schon ein Gutteil von ihnen. In Froschmorstätten wurden sie daraufhin von den Landbüteln der ersten Ortsviertelschar aufgehalten und sollten von diesen zu Scharra nach Hobbing eskortiert werden. Die Büttel blieben jedoch fußlahm zurück, so dass Frodo und sein Begleiter alleine im Wasserau ankam. Der Großteil der Wasserauer hatte sich in den Häusern und Höhlen verschanzt. Einige herumliegende Sträuche flohen vor den vier Hobbits in Richtung Hobbingen. Sam ritt zu Hüttingers Hof, um den Bauern Hüttinger zum Aufstand gegen die Besetzer aufzurufen. Und Merry blies das Hornsignal vom Bockland, um alle Hobbits der Gegend aufzurütteln. Die Wasserauer entzündeten ein Feuer in der Mitte des Dorfes, wo sich etwa 100 bewaffnete Hobbits versammelt hatten. Und als eine Truppe Sträuche anrückte, konnte man sie gefangen nehmen. Pippin ritt nach Tuckland, um Verstärkung zu holen, und man errichtete zu beiden Seiten der Dorfstraße Sperren, hielt dort die Nacht hindurch Wache. Schlachtverlauf. Merry, der Wache gehalten und die Gegend ausgekundschaftet hatte, kam um 10 Uhr morgens angeritten, um zu berichten, dass annähernd 100 Sträuche aus Wegscheid über die Oststraße, dem Weg nach Wasserau, seien. Die anrückenden Sträuche wurden von den 200 handfesten Hobbits der Gegend unter Pippin bei einer Barrikade aus umgestürzten Fuhrwerken empfangen. Diese hatte man auf der Wasserauer Straße, dort, wo sie zwischen zwei Büschungen verlief, errichtet. Als die Sträuche vor den ersten Barrikaden Halt machten, errichtete man hinter ihnen ebenfalls eine, so dass sie eingekesselt waren. Einige schafften es jedoch, über die auszubrechen, während die anderen versuchten, die Böschung zu erklimmen, woraufhin viele von ihnen erschossen oder mit Axthieben zurückgedrängt wurden. Die, die es jedoch schafften, brachten die Verteidigungslinie auf dem südwestlichen Hang ins Wanken, und erst nachdem Merry und Pippin vom Osthang herübergekommen waren und Merry den Anführer erschlugen hatten, ergaben sich die übrigen Feinde. Damit endete die Schlacht vom Wasserau. 70 Sträuche waren getötet und 12 waren gefangen genommen worden. Auf Seiten der Hobbits waren 19 gefallen und etwa 30 verwundet worden. Auswirkungen und Folgen. Die toten Sträuche lud man auf einen Karren und fuhr sie zu einer alten Sandgrube, wo man sie verscharrte, die man später nur noch die Schlachtgrube nannte. Die gefallenen Hobbits wurden in ein gemeinsames Grab an einem Hügel gelegt, um das herum später ein Garten mit einem Gedenkstein angelegt wurde.
Die geflohenen Strolche wurden später im Südviertel von Tain Paladin Tuk II. Und seinen Leuten zusammengetrieben und mit dem bei der Schlacht gemachten Gefangenen über die Grenze abgeschoben. Die spätere Bekanntheit und der Ruhm der Familie Hüttinger ging auf diese Schlacht zurück und alle Hobbits, die an ihr beteiligt waren, wurden in die sogenannte Ehrenliste eingetragen.